Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Heute mit einer absoluten Rapid-Ikone. Der gute Mann hat seit seiner Karriere nur für einen Verein gespielt, nämlich für den SK Rapid. Hat allerdings auch mit der Nationalmannschaft viel erlebt und darüber hinaus auch abseits des Platzes. Ich freue mich sehr auf seine Anekdoten und freue mich noch mehr, dass er den Weg zu uns ins Studio gefunden hat. Servus, Peter Schöttl. Servus, freue mich. Danke. Ich bin sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde. War höchste Zeit. Also den Podcast, ja, diese Serie gibt es ja jetzt schon ein Zeitel. Die Fanschaft hat nach Schöttl regelrecht gerufen. Also es wird ja höchste Zeit. Und es gibt ja auch einen durchaus aktuellen Aufhänger. Der gute Mann ist ja vor kurzem in das All-Star-Team der 90er der österreichischen Bundesliga gewählt worden. Dazu erstens Gratulation und zweitens die Frage, wie viel bedeutet dir diese Nominierung? Ja, einerseits ist es schon sehr lange her, aber andererseits war das ganz sicher die Zeit, wo, ja, war der Höhepunkt meiner Karriere, die 90er Jahre, war auch die Zeit, wo es mit Rapid und auch mit der Nationalmannschaft sehr schöne Zeiten gegeben hat und etliche Erfolge zu feiern gegeben hat. Ich mag mit einer hypothetischen Frage beginnen, denn das werfe ich dir jetzt einfach einmal an den Kopf. Wenn in deinem Leben alles nach Plan gelaufen wäre, dann würdest du jetzt womöglich nicht in deiner Funktion als ÖFB-Sportdirektor da sitzen. Gut, in der Funktion sitzt du jetzt eh nicht da, sondern als ehemaliger Kicker, aber auch als solcher würdest du wahrscheinlich nicht hier sitzen. Du würdest vielleicht aber auch im medialen Rampenlicht stehen, aber dann wahrscheinlich eher im Zusammenhang mit der Causa Urteilsfindung im Prozess Grasser, oder? Naja, also du übertreibst. Also, wie gesagt, bei mir war es ja so, dass ich einfach immer gern Fußball gespielt habe und dass ich das halt parallel zu meiner Schulzeit eben gemacht habe. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ich Jus studieren will. Und aber die ganze Sache hat sich so entwickelt, dass je älter ich geworden bin, umso weiter ist es raufgegangen. Und auf einmal war ich im Kader der ersten Mannschaft von Rapid und habe dann auch Fuß fassen können und habe dann auch parallel begonnen zu studieren. Habe das Studium aber dann nach einigen Semestern, wo aber relativ wenig weitergegangen ist, dann beendet und habe mich voll auf die fußballerische Karriere eben hingeschmissen. Verdient man eigentlich als Rapid-Kapitän mehr oder als Top-Jurist? Ich bin kein Top-Jurist. Also ich glaube, in Zeiten wie diesen... keine Vergleichswerte. Keine Vergleichswerte. Aber in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, wo es ja gerade wirklich schwierig ist, denke, dass das für Juristen eine sehr, sehr gute Zeit ist und die richtig abcashen im Moment, weil ja sehr vieles juristisch geklärt wird in diesen Tagen. Gut, andere Baustelle, deine ist ja dann in meinem Fall Gott sei Dank der Fußball geworden, deswegen habe ich ja allerhand Facetten über deine Person recherchiert, zum Beispiel den Umstand, dass du dein Meisterschaftsdebüt für den SK Rapid im Herbst 1986 gegeben hast. Zwar beim 4:1 gegen die Vienna und jetzt könnte man natürlich über die 4 Tore reden, die Rapid erzielt hat, aber ich formuliere die Frage trotzdem durchs Fenster sozusagen, weil das einzige Tor für die Vienna hat ein Mann geschossen, der jetzt auch keinen ganz schlechten Namen im internationalen Fußball hatte und immer noch hat. Genau, einerseits hat jemand das Tor erzielt, der einen großen Namen hatte oder immer noch hat, nämlich Mario Kempes, der damals bei der Vienna gespielt hat. Andererseits war mit Funke Feurer jemand im Tor, den ich nicht nur fachlich, also fußballerisch sehr schätze, sondern auch als Mensch sehr mag und mit dem ich natürlich in den verschiedensten Funktionen bei Rapid auch viel Zeit verbracht habe. Und das Besondere, warum das in Erinnerung geblieben ist, okay, Mario Kempes hat gegen Funke Feurer Tor geschossen, ich bin in der Mauer gestanden, die der Funke gerade eingerichtet hat und während er es eingerichtet hat, hat ihm der Mario Kempes in den Ball reingeschossen. Und das ist was geblieben ist, was ich in Funke natürlich auch immer wieder mal vorhalten. Also damals wäre es ja noch üblich gewesen, dass man den Ball sperrt. Ja, sozusagen. In irgendeiner Art und Weise war der Funke noch nicht fertig, er hat geschossen, er war drinnen und das habe ich mir auf alle Fälle gemerkt. Soll vorkommen. Du bekamst es dann relativ bald einmal mit einem großen Namen zu tun, der dieser Tage auch Aktualität erfahren hat, auf tragische Weise, nämlich Otto Baric, der vor kurzem ja verstorben ist. Und ich glaube, das ist aber auch gestattet, dass man sich dieses Mannes auch in einer amüsanten Art und Weise erinnert. Und dazu mag ich gern den zweiten Herrn auf diesem Bild ins Gespräch bringen oder aufs Tapet bringen, den Andi Herzog. Der war ja damals gemeinsam mit dir, mit Andi Herauf, auch mit Peter Wurz, so der Redelsführer der jungen Garde. Und Herzog war auch schon einmal Hauptdarsteller dieser Podcast-Serie.
und hat sich auf sehr amüsante Weise auf Otto Baric erinnert, weil er nämlich gesagt hat, der hat so ziemlich jeden einzelnen Spieler von uns zu sich geholt und zu jedem hat er gesagt, du bist der Beste von den Jungen, du bist der Beste. Kannst du das bestätigen? Nein, das stimmt. Also noch einmal natürlich, auch für mich natürlich, habe ich etliche Gedanken an den in dieser Woche verstorbenen Otto Baric. Über die Erfolge ist alles gesagt worden. Also er war extrem erfolgreich. Er war seiner Zeit in manchen Bereichen ganz sicher auch voraus. Also er hat uns extrem gut auf die Gegner eingestellt. Er war sehr exakt, er war sehr detailverliebt. Und er hat natürlich mit seinem Charisma, was er gehabt hat, immer was zu erzählen gehabt, immer was zu sagen gehabt. Und das, was der Andi erzählt hat, stimmt natürlich. Also er hat zu mir immer wieder mal gesagt, Schettl, hat immer Schettl gesagt, Schettl, Sie werden spielen Samstag. Und da habe ich mich gefreut und habe gesagt, aber nicht dieses Samstag. Und das hat er ungefähr 7-8 Mal gesagt, dass er jedem Jungen halt gesagt hat, er ist der Beste von den Jungen. Das hat der Andi seinerzeit schon erzählt. Und was halt bei mir auch immer war, also immer wenn du eingetauscht wurdest und in seiner Zeit war er in erster Linie Ersatzspieler, hat er da immer so ein paar Watschen mitgegeben von der Seite. Und er war ja wesentlich kleiner als ich und da hat er halt immer so nach oben geschlagen. War einfach eine schöne Zeit und ich glaube, sowohl der Andi als auch ich und die anderen Jungen, die damals in die erste Mannschaft gekommen sind damals einfach in eine tolle Rapid-Mannschaft gekommen, die im 85 im Europacup-Finale war. Und das war für uns schon was ganz Großes, dass wir da dabei sein durften. Also die war ja, wie du richtig sagst, gespickt mit Stars, von Krankl abwärts und Weber abwärts. Wie schwierig war es da grundsätzlich für junge Kicker zu realisieren? Wir haben das Glück gehabt, dass wir wirklich in einer Gruppe von 4, 5, 6 Jungen, die jetzt zwar unterschiedlichen Jahrgang gehabt haben, raufgekommen sind. Also war der Robert Betzl noch ein bisschen älter, da war der Rotterbeutel, da war der Franz Weber, da war, weiß nicht, der Franz Blitzenetz und solche, die dann auch irgendwann mit raufgenommen wurden. Und das heißt, wir waren als Gruppen gar nicht so klein, wir waren 6, 7, 8 und haben uns, glaube ich, ganz gut positioniert. Da hinten wird mir schon der nächste Wegweiser in den Weg gerammt sozusagen. Es kam dann nämlich irgendwann Anfang der 90er die Ära von Hans Krankl als Cheftrainer beim SK Rapid. Und das war eine sehr unglückliche Ära, wenn man bedenkt, dass einige Spiele, nämlich einige entscheidende Spiele, wirklich sehr knapp verloren gegangen sind. Wie mental stabil bist du, wenn du an diese Zeit denkst? Bist du bereit, dass ich ein bisschen in deinen Wunden wühle und Spielen dingfest mache? Wir können gerne über verlorene Cupfinale reden. Du weißt, was kommt. Aber mir gefällt dieses Bild so gut, weil einerseits der Hans auch noch rank, schlank und richtig jung war. Absolut. Und mit Didi Constantini natürlich einen tollen Menschen und Experten als Co-Trainer hatte. Und man sieht da, wir sind eigentlich nur junge Spieler, sehe ich da gerade. Also man sieht schon, bis auf den Carli Brauneder, da hat definitiv ein Umbruch schon stattgefunden. Und es war die erste Station vom Hans als Trainer. Und war natürlich durch die zwei verlorenen Cup-Finale schlussendlich leider sehr, sehr schade für uns, dass da kein Titel rausgeschaut hat. Aber er mit seinem Charisma, mit seiner Ausstrahlung war natürlich schon eine Persönlichkeit, zu der wir damals extrem aufgeschaut haben. So, kurz muss ich mich unbeliebt machen und muss diese beiden verlorenen Cup-Finale natürlich auch noch beim Namen nennen. Alsterwehr 1990, Derby gegen die Wiener Austria. Führungstor durch Fjörtoff, ich glaube relativ spät in der 82. Minute. Und dann erzählt der Andi Ogris heute noch sehr süffisant. Dann haben wir gesehen, wie der Fjörtoff schon den Pokal geküsst hat. Und daraufhin sei bei den Austrianern eine Trotzreaktion ausgelöst worden. Und dann ganz dramatisch noch in der Nachspielzeit der Ausgleich und dann die 1:3 Niederlage aus Rapid-Sicht in der Verlängerung. Wie sehr nagt das heute noch? Oder nur dann, wenn blöde Journalisten also, damals fragen? Damals war es extrem schwierig, extrem schlimm. Und war natürlich vom Jahren jetzt im Nachhinein eine Aktion, die er jetzt auch nicht mehr machen würde. Er war sich halt sehr sicher, wir sind kurz davor. Nur, es war dann ein Freistoß in der Nachspielzeit, wo dann glaube ich, Andi Ogris zum 1:1 geschossen hat, aber da war Franz Wolfert schon bei uns im 16er mit dabei. Also es war definitiv die letzte Aktion der regulären Spielzeit und sie schaffen wirklich durch den Freistoß nur den Ausgleich.
und gewinnen das dann in der Verlängerung noch. Und das war mit Sicherheit eine der Niederlagen. Und es hat leider auch einige schwere gegeben in einer langen Karriere. An der habe ich lange kiefeln müssen. Und was es natürlich noch schlimmer gemacht hat, war dann, dass wir es im nächsten Jahr, glaube ich, was? Ich habe die Frage nicht gestellt, aber im nächsten Jahr eben das wieder ins Cupfinale geschafft haben und dort halt als klarer Favorit gegen einen Zweitligisten, gegen Stockerau eben verloren haben. Und das, ja, wenn ich jetzt mit dem Wissen von heute, hat sich da irgendwo schon gezeigt, dass der Cup nicht wirklich der Bewerb von Rapid ist in den letzten 30 Jahren. Okay, dann machen wir mal einen Haken unter das Thema Cup. Theoretisch könnten wir auch noch über das Cup-Finale 1993 sprechen, damals unter Trainer Gustl Starek. Können wir gerne sprechen, da war ich aber nicht am Platz. Also da übernehme ich nicht die Verantwortung. Alles klar, dann ist das Thema hiermit auch erledigt. Aber wofür du Verantwortung übernehmen musst, nicht, aber kannst, ist für einen Umstand, mit Hilfe dessen ich dich jetzt ganz gerne an Lothar Matthäus erinnern mag. UEFA Cup, erste Hauptrunde, glaube ich, 1990. Rapid bekommt Inter Mailand zugelost. Eine Mannschaft gespickt mit Stars. Allen voran natürlich die drei Weltmeister Breme, Matthäus, Klinsmann. Rapid gerät relativ schnell mit 0:1 in Rückstand im Hinspiel in Wien. Torschütze Lothar Matthäus. Und dann auch mit Lothar Matthäus. Da klinke ich mich gleich an. Also war die beste Zeit vom Lothar, also war mit Sicherheit einer der besten Spieler oder der beste Spieler der Welt und hat eben in Wien, in Hütteldorf, noch 5-6 Minuten von der Mittellauflage, ist er bei 3-4 Spielern bei uns vorbei, hat das 1-0 geschossen. Und ja, da mussten wir reagieren. Erzähl du. Da mussten wir reagieren und ja, damals war noch mehr möglich, sage ich einmal, an Körperkontakt, an Härte. Und ja, war eigentlich in meiner aktiven Zeit auch für meine Grätschen und Sliding Tacklings bekannt. Und in eine solche ist er mal halt reingelaufen und er musste leider Gottes dann nach ein paar Minuten das Spielfeld verlassen. Konnte auch das Retourspiel nicht bestreiten, das wir leider in Verona bestreiten mussten. Und also da war im Vorfeld des Rückspiels war es dann schon so, dass die italienischen Zeitungen da ziemlich also auf mich geschimpft haben, sogar also hat ihn absichtlich bedient. Habe ich natürlich nicht absichtlich bedient, aber wie gesagt, der hat sich tatsächlich verletzt bei einer Grätsche von mir. Jetzt muss ich natürlich meine Rolle als kritischer Journalist erfüllen in diesem Fall und dich mit einem Zitat von Matthäus genau bezogen auf dieses Foul konfrontieren. Er hat nämlich mal in einem Krone-TV-Interview gesagt, da habe ich ein schönes Tor gemacht und dann ist der Shuttle gekommen und hat mich vom Platz getreten. Dafür hätte er eigentlich lebenslang gesperrt werden müssen. Er übertreibt. Also zwei Sachen. Die erste ist, nachdem Lothar das Spielfeld verlassen musste, haben wir das Spiel noch 2:1 gewonnen. Möchte nur so am Rande erwähnen. Ramos ist gefeiert worden dafür, genau, dass er ganz Salah genau, ganz aus genau, dem Spiel genommen genau. hat. Und das Zweite, was ich damals noch nicht wissen konnte, ist, dass er 11 Jahre später mal Trainer wird. Ne? Und mich eigentlich mit dem gleich begrüßt hat, wie er so die ersten paar Tage da war, haben wir uns gleich über das unterhalten. Also das hat er sich wirklich gemerkt. Also das, ja, und die Zusammenarbeit dann mit Lothar, er Trainer, ich damals Rapid-Kapitän, hat ja auch nicht lange funktioniert. Aber jetzt unabhängig davon, also wir sind dann auch ganz gut ausgekommen. Das alles geschah also noch in der Ära Krankl, die dann gefolgt wurde von der Ära Starek. Und sagen wir einmal, die Nachwehen des Übergangsprozesses von Krankl hin zu Starek, die haben sich ja dann noch weit in die Causa oder in die Ära Starek hineingezogen. Es gab ja da legendäre Telefonate, die da quotenträchtig ausgeschlachtet wurden via TV. Habt ihr als Spieler davon, also natürlich habt ihr das mitbekommen, aber hat das eine Auswirkung gehabt auf die Leistung oder war das Thema bei euch? Also auf die Leistung hat es ganz sicher keine Auswirkung gehabt. Man hat natürlich gewusst, dass sie die zwei Herren, der Hans und der Gustl Starek, nicht wirklich besonders nahe gestanden sind und zumindest damals auch wenig Achtung voreinander gehabt haben, das hat man bemerkt. Was aber dann speziell da jetzt bei Starek und dann auch beim nächsten Trainer, beim Hubert Baumgartner und auch dann beim Ernst Dokopil war, ist, dass der Verein einfach in eine wirtschaftliche Schieflage gekommen ist. Und deswegen war das eigentlich in meiner Erinnerung eine sehr, sehr schwere Zeit, wo es lange Zeit an der Kippe gestanden ist, ob es den Verein überhaupt gibt. Und
wie gesagt, ich würde sagen, Starek, Baumgartner war die Ära oder die Jahre, die sie beim Verein waren, war eigentlich die schwerste Zeit aus wirtschaftlicher Sicht. Und mit Dokkopil ist es dann nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sportlich sehr rasch wieder bergauf gegangen. Mhm. Starek ist für mich jetzt so ein bisschen ein Input oder ein Wegweiser, um einen chronologischen Sprung ganz an den Beginn deiner Karriere noch einmal zu machen. Weil Starek natürlich eine Rapid-Ikone, der aber auch fast bei der Austria gelandet wäre. Angeblich ähnlich wie ein gewisser Peter Schöttl. Stimmt's, dass du ein Angebot von der Austria hattest? Ich hatte insgesamt zweimal ein Angebot von der Austria. Einmal noch als junger Spieler, wo dort bei der Austria Erich Obermeier aufgehört. Und sie haben eben, damals hat man nur mit Libero gespielt und das war eigentlich das, wo ich geglaubt hätte, dass meine Karriere hingehen wird. Und da hat es ernste Gespräche gegeben, aber war dann auch so, dass bei Rapid dann Herbert Weber weggegangen ist und Krankl Trainer wurde und dann Kinas Libero bei Rapid gespielt und ich im Mittelfeld gespielt. Also es war so eine Zeit. Das ist einmal nichts geworden. Und dann das zweite Mal war es unter diesem Trainer, der mit mir oder wir miteinander komischerweise Probleme gehabt haben, was mir jetzt eigentlich leid tut, weil wir uns sehr gut verstehen, vorher sehr gut verstanden haben, nachher auch wieder ausgesprochen und uns gut verstanden haben. Und da war eben die Situation so, dass sich der Vertrag vom Kustl Starek verlängert hätte, wenn wir in einen internationalen Bewerb gekommen wären. Und da gab es eben auch nach Ende der Saison, also über die Meisterschaft haben wir es nicht geschafft. Ich habe dann im Frühjahr auch nicht mehr gespielt oder kaum mehr gespielt bei ihm. Und dann gab es das Cup-Finale noch nach Ende der Meisterschaft. Und das war das gegen Wacker Innsbruck oder gegen Swarovski Tirol, damals wie es geheißen haben. Und das wurde verloren. Deswegen musste Starek gehen und ich durfte de facto bleiben. Und zu dieser Zeit war bei der Austria ein gewisser Josef Hickersberger Trainer, bei Admira ein gewisser Didi Constantini Trainer. Und da gab es definitiv Vorgespräche. Also für den Fall, wenn Starek Trainer bleibt, hätte ich wahrscheinlich gehen müssen und dann wäre auch ein Wechsel zur Austria damals möglich gewesen, sei es mit einem Tausch mit einem anderen Spieler oder in einer anderen Form. Und dort wären die finanziellen Verhältnisse wahrscheinlich auch die stabileren gewesen. Ja, aber das, wie gesagt, also jetzt ohne dass ich da jetzt irgendwie, was sagen wir, aber Geld war jetzt nie das Hauptthema. Ich habe gut verdient im Rahmen der Möglichkeiten bei Rapid, ich hätte bei der Austria vielleicht mehr verdient, vielleicht nicht. Aber das war jetzt kein Kriterium. Das Kriterium war, dass ich einfach da in einem sehr guten Fußballalter war und natürlich spielen wollte. Und wenn ich bei meinem Verein, bei Rapid, wenn ich da die Möglichkeit nicht gehabt hätte, hätte ich mir ganz sicher ernsthaft überlegt, auch dass ich weggehe. Also nach Starek kam, wie gesagt, für ein Jahr Hubert Baumgartner und danach, und dann wird es jetzt viel erfreulicher in deiner Karriere, nehme ich einmal an, dein Schmunzeln verrät es schon, Ernst Dokkopil. Und mit ihm, so ist jetzt zumindest die gängige Geschichtsschreibung, ging es auf einmal besser. Und das, obwohl Gerüchten zufolge Spielerbesprechungen ungefähr so ausgeschaut haben unter Dokkopil. Angeblich hätte er vor versammelter Mannschaft nicht viel mehr gesagt als haut euch eine und schaut das Queens. Also da tut man ihm Unrecht. Ähnliche Geschichten höre ich auch über Osim und über richtige Top-Trainer. Also da ist sicher vieles ein bisschen überzeichnet. Aber und jetzt bin ich auch schon ein Alter, jetzt habe ich auch schon meine Erfahrungen als Trainer hinter mir. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich schon sagen, dass der Ernst einerseits eine enorme Fähigkeit gehabt hat, eine Mannschaft zusammenzustellen, die funktioniert. Andererseits auch, wie er das von außen gecoacht hat, wie er moderiert hat, was er zugelassen hat. Das war schon richtig gut. Und er hat einfach es geschafft, uns Ruhe, Sicherheit zu vermitteln. Und wenn man sich jetzt den Kader anschaut, den wir dann eigentlich sehr rasch beisammen hatten, war es definitiv so, dass es einerseits wirtschaftlich wieder besser ging. Klar? Und da sind schon richtige Typen in dieser Mannschaft mit viel Qualität. Da hatten wir wirklich Top-Spieler. Aber auch Spieler, die sich in der Zeit unter Ernst zum Topspieler entwickelt haben. Weil wenn ich daran denke, wie das erste Mal Carsten Janker beim Training bei uns war,
war das nicht absehbar, dass der ein Jahr später bei den Bayern spielt. Du Diplomat. Okay. Also, ja, nein, also war nicht absehbar, dass der für uns eine wichtige Rolle spielen kann, schon gar nicht, dass der dann diese große Karriere dann weitermacht. Didi Kübauer hat einmal gesagt, kicken hat er bei uns gelernt, der Janker. Das unterstütze ich und da bin ich einer Meinung mit Didi. Man muss aus diesem Pool an echten, guten Typen von dieser Zeit natürlich einen speziell herauspicken. Einen gewissen Trifon Ivanov, über den du einmal gesagt hast, relativ bald, nachdem er gekommen ist, naja, so wirklich leicht ist die Zusammenarbeit mit ihm als Abwehrchef nicht, weil die Kommandos haben halt meistens ho-ho gelautet und da hat man halt viel reininterpretieren können. Naja, es war eher, an und für sich haben wir sehr gut zusammengepasst, weil ich an und für sich meine Rolle dann innerhalb der Mannschaft irgendwann auch gefunden habe und irgendwann checkst du ja auch als Spieler, was kannst gut, was kannst weniger gut, womit helfe ich der Mannschaft am besten. Und ich habe dann irgendwann schon auch gecheckt, okay, ich bin total wichtig für die Mannschaft, weil ich was sehe, weil ich Dinge erkenne, weil ich irgendwo immer dabei war und die Mitspieler auch in ihren Stärken unterstützt habe. Und der Trifon war ein extrem guter Spieler, ein extrem fauler Trainierer. Und lustig waren halt dann die Geschichten, wenn Corner war für uns, er ist halt ewig nicht mehr zurückgekommen. Er hat dann gehofft, es wird bald wieder ein Corner sein. Und das sind halt so Dinge, wo du dir heute denkst, das gibt es ja nicht. Aber er hat dann von vorn gewunken und gesagt, na macht es, er bleibt gleich vorn. Und hat halt viele Dinge einfach selber entschieden. Andererseits habe ich selten so einen guten Verteidiger gesehen im 1 gegen 1, in den ersten Schritten, die Grundgeschwindigkeit, die ersten Meter, was für Auge der gehabt hat. Und dann ist er halt wieder über den Platz gestapft und als wenn es ihn nicht interessiert hätte. Aber war totale Bereicherung für uns und war natürlich als Typ toll, weil wir hatten dann damals eben unter Ernst Dokkopil mit Hans Mayer das erste Mal so einen richtigen Konditrainer, so einen strengen Konditrainer, der halt die Sportwissenschaft ein bisschen reingebracht hat in das Ganze. Und der war halt sehr exakt. Und um 7 Uhr laufen wir dorthin und um 10 Uhr machen wir das Training und dann schaut es auf die Pulswerte. Und bei ihm hat er eigentlich auf Granit gebissen. Und es ist dann einem zweiten Spieler noch gelungen später. Der hat dann Dejan Savicevic geheißen. Also der hat dann gesagt, nein, mache ich nicht. Und wir sind so gestanden und haben gewartet, was passiert. Wie oft ist denn explizit in dieser Zeit Leberkäse gegessen worden in der Mannschaftsgruppe? Oft. Also einmal sogar mit ORF-Begleitung. Ja, naja, es hat ja dann eine Zeit gegeben, ich habe mir da ein bisschen auch nachgedacht, bevor ich da jetzt hergefahren bin zu diesem Podcast. Es war ja eine Zeit, wie man sich jetzt nicht vorstellen kann, jetzt gar nicht ums Leberkäse essen. Also dass man halt, wenn man Geburtstag hat, dass man zusammensitzt nach dem Training, ja, ist ja nichts Außergewöhnliches, damals hat es halt Leberkäse gegeben. Aber wir haben ja Zeit gehabt, wir haben ja unsere Nummern, mit denen wir gespielt haben, wir haben die verlost. Mhm. Wir haben jede Woche mit einer anderen Nummer gespielt. Wir haben mit den Stürmern gespielt, mit den Verteidigernummern und ich habe hinten gespielt mit der Nummer 11 und dann haben wir es alphabetisch gemacht und dann haben wir, kann ich mich erinnern an eine Szene, da haben wir gegen, ich glaube Mödling muss gewesen sein, wo Hans Krankl Trainer war oder Didi Kübauer das Leiberl vom Hans Krankl gehisst und wie eine Flagge. Also da hat es schon sehr viel gepasst in dieser Mannschaft und das meine ich damit, der Ernst Dokkopil hat auch viel zugelassen. Also wir haben schon gewusst, am Feld und da waren wir erfolgreich, aber rundum war so viel Freude, so viel Energie, weil ja so viel Typen da waren und das war einfach eine extrem spannende Mannschaft. Also das war für jeden spannend, das war für uns spannend, das war für die Medien, für die Fans, für alle war das spannend. Dann kommen wir, wenn es recht ist, jetzt zu einem Themenkomplex, über den man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Episode gestalten könnte, nämlich die Saison 95-96 des SK Rapid. Da ist ja wirklich viel passiert, unter anderem eine unglaubliche Europacup-Saison, in der man, welches Spiel war das, Peter, eigentlich schon ausgeschieden war, fast. Naja, dann war es zu drei Viertel, genau. Ja, also war... Also 0-2 Niederlage im Hinspiel, damit das kurz erklärt ist und dann ein unglaublicher Krieg im Rückspiel im Praterstadion. Aber ich glaube, da muss man wirklich, die Zeit muss man jetzt haben, dass man sich die ganze Saison überlegt. Also das hat dann im Europacup-Finale geendet.
Hätte aber definitiv auch in der ersten Runde schon vorbei sein können. Petrolul Ploiești, eine Mannschaft aus Rumänien, die uns speziell in Rumänien an die Wand gespielt hat. Michi Konsel, glaube ich, alleine ist es zu verdanken, dass wir die erste Runde geschafft haben. Zweite Runde war dann Sporting Lissabon mit dem ersten Spiel in Lissabon, wo wir völlig chancenlos waren, 2-0 verloren haben. Und ja, dann im Rückspiel haben wir relativ schnell 1-0 geführt. Gegner war trotzdem zumindest auf Augenhöhe. Wie die Kübauer 1-0 Torschütze. Ja, tolles Tor. Und dann waren wir schon wieder in der Nachspielzeit. Dann hat es einmal einen Ausschluss gegeben für Sporting Lissabon und dann in der Nachspielzeit das 2-0 für uns. Und wir haben Verlängerung gehabt im eigenen Stadion und einen mehr gegen einen Gegner, der eigentlich, wenn man beide Spiele anschaut, klar besser war. Aber wir als Truppe einfach so einen Spirit und Geist gehabt haben, dass wir daran geglaubt haben, dass das möglich ist. Und das ist wirklich gelungen. Und ja, wir haben dann 4-0 gewonnen gegen Sporting Lissabon. Sind dann im Frühjahr noch dabei gewesen, haben dann gegen Dynamo Moskau, verwechselt die Moskauer Mannschaft nicht mehr, zweimal gewonnen. Relativ souverän. Ja, und haben dann im Semifinale gegen Feyenoord Rotterdam gespielt, wo der Trainer, glaube ich, es war Ari Hahn sogar, uns einmal beobachten gegangen ist und in der Halbzeit heimgefahren ist, weil er alles gesehen hat. Also die kennen gar nichts und kein Problem für uns. Und haben dann wieder in Rotterdam ein Unentschieden erreicht, ein mehr wie glückliches Unentschieden, wirklich wieder Abwehrschlacht, fliegende Menschen, ja, und wieder Michi Konsel, wirklich gut, also ohne den wäre es wirklich in der Zeit gar nicht gegangen. Und haben dann im Rückspieler wahrscheinlich die beste Halbzeit gespielt, die mir in Erinnerung geblieben ist, wo wir in der Pause dann 3-0 geführt haben gegen Feyenoord Rotterdam. Mit wunderbaren Toren, vor vollem Haus, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, nach diesem Jahr. Also was da an Leidenschaft und Emotion los ist, wenn das Stadion voll ist, wenn du so einen Erfolg hast, ist ja nicht zu vergleichen mit der jetzigen Zeit. Und darum ist ja das jetzt so schade, weil speziell unsere Europacup-Starter ja heuer so viele tolle Gegner gehabt hätten, egal ob daheim oder auswärts, Manchester United, Tottenham und solche Kapazitäten und das ohne Zuschauer ist ja... fehlt halt einfach etwas. Ja, und wie gesagt, dann sind wir da drüber gekommen. Holländer, ein bisschen auch für ihre Arroganz bestraft. Und dann war es Europacup-Finale dann gegen Paris Saint-Germain. Und dann hat der Schienbeindeckel der Nation was getan, Peter Schöttl? Wie viele schlaflose Nächte bereitet dir der Name N'Gotino? Überhaupt nicht. Also da eher wahrscheinlich was, nehme ich an. Ich glaube, der Linke, oder? Was ist der Linke? Okay. Der Schienbeindeckel hat leider den Freistoß von Guti dann abgefälscht. Wir haben 1-0 verloren. Und trotzdem wir verloren haben, ist es in meiner Erinnerung ein ganz ein tolles Erlebnis gewesen, weil eben so viele Rapid-Fans dort waren, weil ja so ein Zusammengehörigkeitsgefühl da war. Wir wollten das unbedingt machen, wir haben es nicht erreicht. Wir haben gemeinsam alles gegeben, wir haben dann gemeinsam auch getrauert. Und war einfach schade, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen konnten. Es folgte aber dann doch noch ein versöhnlicher Saisonabschluss mit dem Meistertitel und es folgte dann die Qualifikation für die Champions League. Mhm. Und dort bekam es Peter Schöttl mit richtig prominenten Gegenspielern zu tun, von Cantona abwärts zum Beispiel bei Manchester United. 2 Punkte in der Gruppenphase haben herausgeschaut. War mehr nicht drinnen oder hätte man das eine oder andere Pünktchen dann vielleicht gegen Manchester und Juventus doch noch mehr herauskratzen können? Also wir sind in eine Gruppe gekommen mit Manchester United, mit Juventus Turin und mit Fenerbahce Istanbul. Und wir haben im Heimspiel einen Punkt gegen Juventus gemacht. Also das ist schwer in Ordnung. Wir haben auswärts die beiden Spiele verloren, einmal 5-0 gegen Juve und 2-0 gegen Manchester, wo jetzt nicht nur Cantona war, sondern da war Beckham und da war Scholes und Schmeichel im Tor. Also eine große Mannschaft, tolle Mannschaft. Aber definitiv das Heimspiel gegen Fenerbahce wäre zum Gewinnen gewesen. Und auch auswärts müssen wir nicht verlieren. Also gegen Fenerbahce hätten wir definitiv mehr Punkte machen müssen oder hätten wir sollen. Gegen die anderen zwei, ja, die waren schon weit weg von uns. Mhm. Auch in der Saison 1997 hat sich Europacup-technisch einiges getan im Leben des Peter Schöttl oder in der Karriere des Peter Schöttl. Er hat dort nämlich ein
großartiges Tor erzielt. Mit links, glaube ich sogar. Über das übrigens Harald Czerny, Hauptdarsteller, in der letzten Podcast-Episode gesagt hat, naja, so viel, also sinngemäß hat er gesagt, so viel Tor hätte er nicht gemacht, das eine hätte er sich jetzt auch noch aufheben können, der Herr Schöttl. Das hätte er nicht unbedingt gegen 1860 schießen müssen. Ja, war, verstehst du ihn? Ich verstehe ihn, habe ich mit Harry oft und gerne im Nationalteam zusammengespielt. Nein, das ist, wie gesagt, das war, ja, aus 20 Meter links, Halbwolle geschossen. Aber hörst du nicht so, als wäre richtig, das nein, ich bin ja noch nicht gewesen. Fertig. Nein, eben genau deswegen. Also ein richtig schönes Tor. Und wenn man sich das Video anschaut, und ich habe eigentlich gerechnet, dass du das Video des Tors jetzt einspielst. Schlecht recherchiert, ja. die erste Rüge für mangelnde Recherche. Ja. Na, auf alle Fälle, der Jubel war für alle so zeitversetzt. Da ist jedem so vorgekommen, es kann jetzt nicht sein, der ist jetzt da und überhaupt so eins. Also das war sowohl bei den Zuschauern, die ein bisschen gebraucht haben, aber auch wir am Feld. Und dann war natürlich der Jubel wirklich groß und das war wirklich, sieht man, das war ein wunderschöner Moment. Und ja, wir haben das Heimspiel 3-0 gewonnen und sind dann auswärts aufgestiegen. Wieder schwer unter Druck geraten. Wieder mit einer Abwehrschlacht, wo ich wieder nicht gespielt habe. Schwer unter Druck gewesen und haben aber 1860 rausgeschmissen. Ja. Thomas Zingler damals, der nicht Goldtorschütze, aber der Schütze des entscheidenden Tors dann zum 1-2. Und da, glaube ich, einhergegangen mit diesem Spiel ist auch die Fehde zwischen Dokkopil und Stöger gegangen, weil der ausgewechselt wurde. Ich glaube, das war dann. Das weiß ich nicht mehr. Das, glaube ich, war dann. Das sagen alle Diplomaten, die sich nicht in heikle Angelegenheiten einmischen. Dass es eine Fehde gegeben hat, bestreite ich nicht, aber dass das noch auf diesem Spiel war, das weiß ich nicht mehr. Wie viele Tore hast du insgesamt geschossen? Ich glaube es zu wissen. Darf ich einen Tipp abgeben? Ja. Bundesliga-Tore, glaube ich, 4. 4 und 2 im Europacup. Okay, und davon eines im Derby jedenfalls. 2 im Derby. Ich habe 50% meiner Tore gegen die Austria erzielt. Also so klingt es wesentlich besser eigentlich. Derby-Quote. Ne? Ja, wunderbar. Ich mag dich noch auf einen Umstand oder auf eine Facette deiner Karriere ansprechen, nämlich auf die Wiener Stadthalle. Peter Schöttl hat ja insgesamt 5-mal das Turnier gewonnen und war dort immer einer, das ist jetzt ein bisschen schleimig, aber ich glaube, jetzt darf man es im Nachhinein eh sagen, ist ja schon verjährt, war eigentlich immer einer der herausragenden Spieler und Techniker. Und bist auch mehrmals in die engere Auswahl bei der Wahl zum besten Spieler des Turniers sogar gekommen. Ja, das war etwas, was man mir nicht so zugetraut hat. Ich habe wahnsinnig gerne in der Halle gespielt. Also ich habe immer, sieht man ja, immer wenig Gewicht gehabt, obwohl ich immer groß war. Also ich habe mich ganz gut bewegen können am Hallenboden. Und technisch war ich auch recht gut und ich habe mich immer wahnsinnig gefreut auf dieses Turnier. Und ich bin natürlich auch geprägt worden oder als Wiener natürlich auch aufgewachsen worden mit diesem Turnier und speziell muss man auch sagen mit der Mannschaft rund um Herbert Prohaska, wie die Hallenfußball zelebriert hat, wie die Austria da wirklich Anfang 80er Jahre gespielt hat, das war toll und das war einfach inspirierend und irgendwann ist dieses Turnier halt abgeschafft worden aufgrund der Belastung und also in meinem Hinterkopf ist es eine wunderschöne Erinnerung. Also können Sie die jungen Spieler jetzt auch nicht vorstellen, wenn da 10.000, 11.000 Spieler Zuschauer in der Halle zusammenkommen, ein Hexenkessel. Es hat am Feld nicht ein Spiel in Österreich gegeben mit so einer Atmosphäre, also wie man da rausgegangen bis zu einem Derby. Und das war ja noch die Zeit, da ist ja geraucht worden in der Halle und das ist ja alles nicht mehr vorstellbar, wie das damals war. Aber einfach ein tolles Turnier und ich verstehe es schon, gerade in meiner jetzigen Funktion, dass wir sehr aufpassen müssen, dass wir die Spieler nicht überfordern, die spielen jetzt ständig. Aber trotzdem ist es schade, dass es nicht mehr stattfindet. So, wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken, bevor wir aus dem Studio geschmissen werden. Aber ich mag natürlich noch 2, 3 Fragen zu deiner Nationalteamkarriere stellen. Mhm. Zum Beispiel jene, welche Rolle denn Andi Ogris bei deinem allerersten Training mit der Nationalmannschaft gespielt hat. Das ist dann schon die WM 90, auf die wir mal auch zu sprechen kommen. Aber was fällt dir zu erstes Training und Andi Ogris ein? Erstes Training Andi Ogris, ich natürlich, es war 1988, ich das erste Mal dabei und man trifft sich in der Lobby, hat die Fußballschuhe mit und steigt in den Bus und fährt am Platz. Und bin natürlich in der Lobby früher wie alle anderen gewesen, stelle die Fußballschuhe hin und steige im Bus ein und fahre am Platz, ne? Und komme dann dort drauf, dass ich meine Fußballschuhe nicht mit habe. Also habe nur die Laufschuhe angehabt und war natürlich mein erstes Training im Nationalteam. Ich stehe dort mit den Laufschuhen, habe die Fußballschuhe offenbar vergessen
Und ja, bei der Besprechung, wo ich dann gerade zum Josef Hickersberger gehen wollte und ihm das quasi sagen sollte, ich habe keine Fußballschuhe mit, schaue ich auf die Mittelauflage, sind die Schuhe auf der Mittelauflage gestanden, hat es mir der Herr Ogris zum Glück mitgenommen. Er hätte es mir gleich geben können, aber so war es natürlich für den Rest der Mannschaft eine lustige Geschichte. Ich war nur erleichtert, dass ich mittrainieren durfte. WM 1990, das ist ein Schlagwort, das du wie abgespeichert hast. Ja, leider, wie gesagt, ausgeschieden nach der Vorrunde. Eröffnungsspiel gegen Italien, 0-0 lange Zeit, dann Totò Schillaci, der, glaube ich, mit dem Tor gegen uns eine Phase in seiner Karriere eingeläutet hat, die er weder vorher noch nachher noch bestätigen hat können. Gegen Tschechien ja, die Niederlage und dann der Sieg gegen die USA. Da habe ich eigentlich in Erinnerung, dass wir in Italien, dass das toll war, tolles Erlebnis, und wir hatten Herbert Prohaska als Attaché oder ich weiß nicht, wie man ihn genannt haben, mit. Und der hat halt manchmal beim Training mitgespielt und war halt definitiv in Wahrheit einer von den Besten, auch wenn er nicht mehr aktiv war. So ähnlich geht es jetzt den österreichischen Riesentorlauffahrern. Möglicherweise eine ähnliche Geschichte mit Marcel Hirscher, ja, kann sein. Na, tolle Zeit, ja, ganz stolz gewesen. Damals habe ich noch im Mittelfeld gespielt und habe das Glück gehabt, dass ich 8 Jahre später dann bei der anderen WM auch dabei sein durfte. Auch dazu haben wir ein Bild vorbereitet, über das Peter Schöttl im Smalltalk gesagt hat. Das darf ich jetzt kurz ausplaudern. Wenn ich mir da so anschaue, okay, dann reden wir zuerst jetzt über das. Jetzt haben wir noch 90. Da waren wir noch im Jahr 1990, Freundschaftsspiel Österreich gegen Argentinien. Und du hast es mit einem nicht ganz schlechten Gegner zu tun bekommen. Ist eigentlich schon ein bisschen auch, macht einen schon wehmütig. Also jetzt haben wir vorher über Otto Baric gesprochen, der gerade verstorben ist, Diego Maradona auch. Ja, also da bin ich auch stolz, dass ich gegen ihn spielen durfte. Wir haben im Vorfeld der 90er WM im Happelstadion gespielt gegen Argentinien, wo er dabei war. Ich weiß nicht, 1-1, 0-0? Ich glaube 1-1. 1-1, glaube ich, ausgegangen. Ja, also tolle Geschichte. Manfred Schack, Peter Adner, zu dritt waren wir rund um ihn und haben versucht, seine Kreise einzuengen. Und es ist uns an dem Tag auch gelungen, muss man auch sagen. Du musstest ja aufwärmen, weil du durchgespielt hast. Aber ich habe auch mit ein paar Ersatzspielern gesprochen. Ich glaube, Michi Konzel ist eingewechselt worden. Der hat gesagt, ich habe genug Zeit gehabt, dass ich mir das Aufwärmprogramm vom Herrn Diego zu Gemüte führe. Ja, jonglieren und dann noch 2 Minuten weiter jonglieren. Also er hat keinen schnellen Schritt gemacht. Er hat einen Ball alleine gehabt, die anderen haben aufgewärmt normal. Er hat Spaß gemacht. Was hat die Kronenzeitung über dieses Spiel bezogen geschrieben? Nein, ich bin in der Krone-Bewertung damals gut weggekommen. War nicht selbstverständlich. Also wenn die Krone-Bewertung anders ausgefallen wäre, wärst du heute der Einladung nicht gefolgt. Nein. Also das ist so lange her und damit habe ich ja kein Problem. Na, schönes Erlebnis. Bin ich stolz darauf, dass ich gegen ihn gespielt habe. Letztes Stichwort, letzter Themenkomplex und dann lasse ich dich in Ruhe, versprochen, jetzt. Weltmeisterschaft 1998 und über dieses Bild hat der Herr Schöttl gesagt, ein bisschen schaue ich aus wie der Novak Djokovic. Ja, das stimmt. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja. Stimmt. Wen hast du da? Das müsste Del Piero zärtlich sein. Berührt. Alessandro, ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage. Aber wird hinkommen. Aber auch wieder, also wie gesagt, gegen die ganz Großen haben wir schon zu zweit und zu dritt attackiert. Aber dein unschuldiger Blick ist auch interessant. Der stirbt da halb und Peter Schöttl weiß von nichts. Na, das finde ich gar nicht so unschuldig. Normal, also da weiß ich schon, dass ich ihn getroffen habe. Also da kenne ich meine Gesichtszüge schon sehr gut. Na, wie gesagt, ähnlich eigentlich wie die 90er WM ist auch etwas, worauf ich sehr stolz bin, dass ich bei 2 Weltmeisterschaften gespielt habe. Auch leider die Vorrunde nicht geschafft. Also das war ja beispielsweise auch, wir haben erste Runde gegen Kamerun gespielt, erstes Spiel gegen Kamerun. Und ich habe gegen meinen direkten Gegenspieler gespielt, gegen den Stürmer von Kamerun. Und das war der Sammy Buhr, der in der Rapid-Kabine neben mir gesessen ist zu der Zeit. Also das sind auch so Geschichten, die eher ungewöhnlich sind. Und haben wir eben 1-1 gespielt, späte Tore erzielt, 1-1 gegen Kamerun in der Nachspielzeit, 1-1 gegen Chile in der Nachspielzeit, also da galt es gegen Salas und Zamorano zu spielen. Und dann eben das letzte Spiel gegen Italien, was wir dann knapp verloren haben und dann mussten wir wieder heimfahren. So viel, also ein
wirklich kurzer Streifzug durch deine Spielerkarriere verhältnismäßig gesehen. Das war man noch gar nicht bei der Trainer- oder bei der Managerkarriere. Über die gibt es wahrscheinlich auch etliche Geschichten zu erzählen. Vielleicht schaffen wir ja einen Folgetermin. Die Serie soll ja noch ein Zeitalter weitergehen. Vielleicht machen wir mal eine Episode über das Trainerleben des Peter Schöttl. Du hast die Themen bestimmt und ich gebe gerne Antwort. Absolut. Also ich werde so frech sein und dich gegebenenfalls noch einmal kontaktieren. Gerne. Ich danke vielmals für heute. Es war, glaube ich, wirklich sehr spannend. Ich hoffe, für Sie war auch was Spannendes dabei und freue mich, wenn Sie dann beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Alles Liebe. Wiederschauen.